Hallo Mädels, in diesem Video werde ich dir anhand von 5 kleinen Schritten zeigen, wie auch du dein Bewusstsein erweitern kannst und so zu 100% deiner natürlichen Fähigkeiten gelangst, die du dann nutzen kannst. Ich erkläre dir, wie du dich von deinem inneren Gedankenchaos befreist, wie du dich frei von der Meinung anderer machst, wie du lernst, keine Angst mehr vor Entscheidungen zu haben, wie du dich frei von Begehrlichkeiten, Neid und Statusdenken machst und so ein glücklicherer Mensch wirst. Und ich erkläre dir in kurzen Schritten, wie auch du den Sinn deines Lebens besser erfassen kannst. Stell dir dein Bewusstsein vor wie eine unendlich große Leinwand. Auf dieser Leinwand wird dein Leben abgespielt. Dein Körper produziert deine Emotionen, Empfindungen, Wahrnehmungen und so weiter auf dieser Leinwand ab. Je mehr du von dieser Leinwand wahrnimmst, desto mehr siehst du von deiner Welt. Hier sprechen wir auch von Bewusstseinserweiterung. Wenn man manchmal die Straße entlang spaziert, kann man viele Menschen sehen, die in ihrem Kopf gefangen sind. Dabei entgeht ihnen so viel an Schönheit, Tiefe und Erfahrungen, die sich auf ihrer Leinwand, also ihrem Bewusstsein, abspielt. Ihnen entgeht die Fülle ihres Lebens. Ein einengendes Bewusstsein schränkt deinen Überblick ein. Du fühlst dich gefangen und denkst, du kannst diese Hürde nicht überwinden. Ein einengendes Bewusstsein führt zu Urteilen, Beschuldigungen und auch zur Distanz. Du bist dann in deinen eigenen Film gefangen und bist überzeugt, wer Recht und wer Unrecht hat, was normal, aber auch wieder unnormal ist und was objektiv und neutral ist. Du bist in deinem eigenen Film gefangen. Und wie erweiterst du nun dein Bewusstsein? Jeder Mensch ist individuell. Vielen Menschen hilft die Meditation. Darüber habe ich ja schon bereits ein Video gemacht. Coaching und Verständnis über die Psychologie ist ein anderer Weg. Bei wiederum anderen Menschen ist es die Gemeinschaft, Liebe und Zugehörigkeit und Freundschaft. Bei anderen wiederum ist es die eigene Kreativität, Kunst, Intuition und Inspiration und so weiter. Aber du kannst auch die folgenden 5 Schritte bei dir zu Hause ganz einfach jeden Tag üben, um so dein Bewusstsein zu erweitern. Erstens, befreie dich von deinem inneren Gedankenchaos. Uns ist klar, dass wir denken und trotzdem hinterfragen nur wenige dieses alltägliche Wunder. Sobald wir unseren Denkapparat anfangen zu betrachten, wird es ein wenig absurd. Ein Beispiel. Ich nehme einen Schluck von einem Kaffee und denke mir, ist der lecker. Aber zu wem sage ich das eigentlich innerlich? Ich schmecke doch, dass der Kaffee lecker ist. Mit wem teile ich also diese Wahrnehmung? Mit mir selbst? Wenn ich auf der Straße meine Gedankenprozesse laut aussprechen würde, dann wäre ich schon längst irgendwo in der Klapsmühle eingeliefert worden. Aber in der Privatsphäre des Kopfes ist man ja sicher. So kann man sich komplett in seinen Kopf verkriechen, von wo man aus die Welt beurteilen kann. Aber es gibt auch andere, negative Gedanken, die uns beeinflussen, wie: Was denkt bloß der andere über mich? Habe ich heute die passende Bluse ausgewählt? Sind meine Schuhe vielleicht zu schmutzig? Dabei führen wir eigentlich nur lebendige Selbstgespräche. Alle deine Selbstzweifel, Wahrheiten, Erklärungen und Analysen und im Endeffekt auch deine Persönlichkeit sind durch diese Selbstgespräche entstanden. Manchmal ist die Stimme ganz sanft, ein anderes Mal grob und wiederum ein anderes Mal zerstört sie dich von innen. Und haben diese Stimmen nun Einfluss auf dich? Na klar, und wie? Diese Stimmen haben genau den gleichen Einfluss auf dich wie zum Beispiel ein Horrorfilm. Du kannst dich ruhig vor einem Horrorfilm fürchten. Aber du musst dich danach nicht in deiner Wohnung verbarrikadieren und Angst haben, dass der Mörder dich dann sucht und umbringt. Das gibt's nicht. Denn du weißt, der Film war bloß im Fernseher. Und so ist es auch mit deinen negativen Gedanken. Sie sind nur ein Film in deinem Kopf. Du brauchst keine Angst haben, dass dies wirklich eintrifft. Ein kleines Beispiel. Du stehst in der Früh vor dem Spiegel und sagst dir, oh, sehe ich heute wieder beschissen aus. Und schon stehst du wiederum 10 Minuten länger im Badezimmer. Oder ein anderes Beispiel. Die Stimme sagt, heute lasse ich es mir gut gehen, jetzt darf ich genießen und du isst schon wieder eine halbe Torte auf. Die Stimme in deinem Kopf sagt dir, diese Person, die ich gerade getroffen habe, ist aber unverschämt. Und schon meidest du die Person, obwohl sie in Wahrheit vielleicht ganz nett wäre. Du brauchst diese Stimme nicht, um dich in dieser Welt zu orientieren. Du bist nämlich eine tiefere Weisheit. Die Weisheit, die dann in dir auftaucht, wenn diese Stimme ganz ruhig wird. Diese Weisheit, wenn du offen, frei, liebend und glücklich bist. Dann machst du die besten Entscheidungen. Versuche in den nächsten Tagen einfach mal deine Selbstgespräche mit Faszination und auch mit Humor zu beobachten. Und jedes Mal, wenn du dich bei einem solchen Gedanken ertappst, dann schreib ihn vielleicht auf in ein Tagebuch, analysiere es später und erinnere dich an meine Worte, es sind nur Gedanken in deinem Kopf, die nur du so fühlst, aber kein anderer Mensch.
Denn oft vergehen Stunden, Tage oder Wochen, bis du erkennst, es war bloß ein Selbstgespräch, in das ich mich so furchtbar und für so lange Zeit hineingesteigert habe. Zweitens, mach dich frei von der Meinung anderer. Wir haben sie alle, die Angst vor Zurückweisung. Du kennst sicherlich auch solche Momente, wo du dich einfach nicht getraut hast, etwas zu fragen, etwas zu tun oder etwas zu sagen, weil du Angst vor den Konsequenzen hattest. Stell dir vor, du bist in einer Bar und findest jemanden sympathisch. Du entschließt dich, diese Person anzusprechen. Du stehst auf und gehst hin. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Du kennst sicherlich dieses mulmige Gefühl. Wir haben eine große Angst, verurteilt, zurückgewiesen oder ausgeschlossen zu werden. Dies hat aber schwerwiegende Folgen, denn durch diese Angst sind wir eher geneigt, die Erwartungen anderer zu erfüllen, unsere eigene innere Stimme zu unterdrücken und viele Menschen lassen sogar ihr ganzes Leben durch diese Angst leiten. Man macht dann alles, um von den anderen Menschen und von der Gesamtgesellschaft akzeptiert zu werden, dabei bleibt man selbst aber meist auf der Strecke. Fordere dich heraus und schau mal, wann diese Angst bei dir eintritt, welche Situationen genau. Ist es das Ansprechen einer fremden Person? Ist es das Beichten deiner geheimen Wünsche an deinen Partner? Ist es die Offenlegung deiner Gefühle zu einem bestimmten Thema? Lass die Angst der Zurückweisung nicht über dich herrschen, sondern akzeptiere sie und nehme seine Herausforderungen an. Sie ist ein Teil von dir und kann dir auch nützen. Drittens, lerne keine Angst vor Entscheidungen zu haben. Sehr viele Entscheidungen fallen uns schwer. Wir sind sehr vorsichtig und zögern die Entscheidung hinaus. Warum? In den meisten Fällen wollen wir uns wirklich sicher sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens damit, Unsicherheiten zu minimieren. Wir wollen unser Leben richtig machen. Wenn wir die falsche Entscheidung treffen und es dann schief geht, was sollen die Leute dann von uns denken? Wie sehen sie uns dann? Wird unser Selbstbild dann geschädigt? Sind wir dann irgendwie schlechter, weil wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben? Entscheidungen sind nicht für immer, niemals. Einen falschen Partner zu wählen, mag ein Fehler sein. Mit diesem Partner aber dann 25 Jahre zusammenzuleben, das ist eine schlechte Entscheidung. Entscheidungen entstehen tief in dir drinnen. Es ist bloß ein Gefühl, wie du dich in Zukunft fühlen wirst. Es ist etwas, das dir bewusst wird und für dein Leben deine aktuelle Situation zugeschnitten ist. Das Beste für dich, entscheide dich immer maßgeschneidert und spontan. Entscheidungen sind niemals objektiv richtig oder falsch. Habe daher niemals Angst vor Fehlentscheidungen. Sollte sich eine Entscheidung als Fehlentscheidung entpuppt haben, so hast du dennoch etwas sehr Wichtiges bekommen und gelernt. Nämlich die Erkenntnis über einen Fehler und somit auch einen Lernprozess, dass du es in Zukunft besser machen wirst. Du bist nun ein klein wenig hochgeklettert auf deiner Bewusstseinsebene. Lerne dein Selbstbild nicht von deinen Entscheidungen beeinflussen zu lassen. Denn du kannst dich immer umentscheiden. Entscheide dich öfter mal im Moment und spontan. Immer und immer wieder aufs Neue und höre bei wichtigen Entscheidungen niemals auf andere. Niemals. Nur du kannst entscheiden, was für dich das Richtige ist. Denn nur du musst mit deinem Leben zurechtkommen und glücklich sein und nicht andere. Nicht dein Chef, nicht dein Lehrer und nicht deine Eltern. Viertens, mach dich frei von Begehrlichkeiten, Neid und Statusdenken. Haben, besitzen und konsumieren, ja, es macht Spaß, ich weiß es. Es sind Grundpfeiler des menschlichen Seins. Je mehr, desto besser. So wird uns zumindest von Werbung, Medien, Nachbarn und Freunden eingeredet. Warum wir neidig sind, wieso wir anderen keinen Erfolg gönnen und uns an Statussymbolen ergötzen, darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Der Link dazu findest du unter diesem Video. Menschen, die dem materialistischen Leben frönen, ignorieren meist vollkommen ihre naturgegebene Spiritualität. Dabei vergessen sie, dass nur diese sie glücklich machen kann und nicht der schnöde Mammon. Die neueste Gucci-Tasche oder ein Urlaub auf den Seychellen, klar, das sind nette Dinge, liefern aber nur einen kurzen Kick. Die Gucci-Tasche kommt aus der Mode, deine Freundin hat eine bessere oder größere und das türkisblaue Meer mit weißem Sandstrand wird schon nach einigen Wochen so öde, langweilig und farblos, dass du dich wieder zurücksehnst in die nebelige Vorstadt in Mitteleuropa mit seinen langweiligen Einwohnern. Glaube mir, ich weiß, von was ich spreche, ich habe mal in der Karibik gelebt. Nie mehr wieder wird es mich dorthin zurückziehen. Was ich damit sagen will, dies sind Dinge, die dir nur einen kurzen Kick geben, wie eine Droge. Langfristige Erfüllung erreichst du nur durch innere Balance und wahre Spiritualität, die dich dann glücklich macht. Definiere dich nicht über dein Haben, sondern über dein Sein. Fünftens, lerne den Sinn des Lebens zu akzeptieren und dich entsprechend anzupassen.
Rein biologisch betrachtet ist der Sinn des Lebens auf genau zwei Dinge zu reduzieren. Die Selbsterhaltung und die Reproduktion. Nicht mehr und nicht weniger. Dennoch aber haben wir alle ein Bewusstsein und eine Spiritualität, die uns klar macht, da muss doch noch etwas mehr sein. Und das ist es auch. Du solltest in erster Linie glücklich sein, denn nur so kannst du auch andere Menschen inspirieren und glücklich machen. Auch solltest du jede Gelegenheit wahrnehmen, dich zu verbessern, im Sinne von deine Bewusstseinsebene zu erhöhen. Du erhöhst sie jedes Mal, wenn du aus einer Fehlentscheidung, einer Begegnung, einem Treffen und einer Tat dazugelernt hast. Frage dich daher immer, hat mir das im Moment gerade etwas gebracht? Habe ich etwas dazugelernt? Würde ich diese und jene Situation und Verhalten wiederholen, würde ich es wieder so machen? Frage dich auch immer, wenn alle Menschen auf der Erde genauso auf eine Situation reagieren würden wie du, wäre die Welt dann eine bessere oder eine schlechtere? Frage dich das immer, egal in welcher Situation. Dies betrifft insbesondere Situationen mit anderen Menschen. Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, ja, die Welt wäre eine bessere, wenn alle so reagieren würden wie ich, dann bist du am richtigen Weg zur Erweiterung deines Bewusstseins, denn das lehrt dich, unendliche Empathie mit anderen zu erreichen und macht dich zu einem beliebten und glücklicheren Menschen.